So, Leute, ich stehe hier mit dem Lars und deinem Model 3. Hier stehen noch ein paar Model S und Model X und hier steht mein Model S. Lars, erstmal danke, dass wir ein Auto hier so anschauen können heute. Das ist wirklich ein zukunftsweisendes Ding. Ich verlinke euch das ausführliche Video zum Auto in der Beschreibungsbox. Aber wir machen jetzt ein extra Video, denn der Schlüssel vom Model S ist ja auch schon ziemlich cool. Der versteckt sich hier drin. Kannst du mir helfen, den rauszufriemeln? Also das ist der Schlüssel vom Model S, so ein cool wie das Autodesign, ne? Fährst ja auch ein Model S noch. Genau, mit schön, mehreren, ne? Drucktasten hier für den Frunk hier vorne, für das Heck hinten und für das Auto. Genau, und was eben auch funktioniert, wenn man einfach zum Auto hingeht, also ich drücke nichts, also normalerweise ist der Schlüssel jetzt eine Tasche und das Auto merkt, der Schlüssel nähert sich und riegelt sich, die Türgriffe fahren aus und ich kann einfach einsteigen und losfahren. Beim Model S scheint das ganz anders zu sein, ich habe es auch noch nicht gesehen. Danke. Beim Model 3, genau. Beim Model 3, ja, danke. Mhm. Das ist die Karte, Schlüssel. Genau. Also steht noch nicht mal eine Nummer drauf oder irgendetwas, nur eine Anweisung, wohin man es halten muss. Man kann den Wagen entweder mit einem Handy aufschließen oder beziehungsweise mit seinem Handy hingehen. Oder man hat eben diese Karte. Kann man auch im Portemonnaie behalten. Okay, dann fangen wir mal an. Also, wir haben jetzt kein Handy dabei. Der geht im Moment nicht, weil der ist noch in Amerika eingebucht, beziehungsweise gar nicht eingebucht. Und darum kann ich das nur damit aufschließen im Moment. Okay, dann erklärst du doch mit dem Handy am Ende. Also jetzt hast du die Karte und machst was? Hier an die B-Säule. Okay, da hast du so einen Sensor. Okay, genau. Erkannt. Einmal rein. Und er ist entriegelt. Genau. Und starten kann man erst, wenn man ihn hier auf die Mittelkonsole legt. Na, wer hat hier drin gesessen? Ich saß da drin, ich habe da rumgespielt. Tut mir leid. Flashback. End of Flashback. Hier vorne drauflegen und dann wieder. Ja. Okay. So, jetzt kannst du losfahren. Wenn wir auf die Bremse drücken, okay, dann ist er jetzt praktisch dann bereit zum Laufen. Ja, und raus eigentlich. Aber ganz kurz, muss die Karte da liegen bleiben, während du fährst? Nee, man muss sie einmal hinlegen und dann ist er entsperrt und dann ist für die Fahrt entsperrt. Okay, jetzt sagen wir, jetzt bist du angekommen. Was machst du jetzt? Drücke auf Park, steig aus. Und mach zu und dann hältst du wieder hin. Ah, genau. Und das ist das Zeichen, dass es geklappt hat. Genau. Okay. Ist gewöhnungsbedürftig, weil, also ich finde eigentlich Schlüssel besser. Und warum? Weil ich habe Model S-Schlüssel oder einen klassischen Autoschlüssel, wo man noch so Model S-Schlüssel, also einfach da, wenn man in die Nähe kommt, dass es automatisch aufgeht. Ja. Dass die Türgriffe rauskommen, dass man mehr oder weniger sich reinsetzen kann, den Schlüssel in der Tasche behalten kann. Das ist ein bisschen umständlich. Beim Model S musst du wirklich nichts machen, beim Model X. Und ich finde es auch sehr angenehm, wenn die Türgriffe so präsentiert werden. Man fühlt sich so irgendwie sehr willkommen und das Auto kennt einen. Ja, ja. Und es ist auch genau die richtige Distanz, sogar richtige den Timing. Fahrer am Schlüssel. Also meine Frau hat einen anderen Schlüssel und dann stellen sich die Sitze auf sie ein, wenn sie ankommt. Und wenn ich mit meinem Schlüssel komme, dann ist es wieder auf mich eingestellt. Mhm. Ich habe es tatsächlich geschafft, in Amerika mich zweimal auszuschließen, weil ich hatte die Karte in meinem Portemonnaie da drin und hatte mich über das Handy eingeloggt. Okay, wie funktioniert das mit Handy einloggen? Ja, eigentlich über Bluetooth, soweit ich weiß. Und dann muss es aber mit dem Auto irgendwie kommunizieren. Und ich hatte wohl einen Stromsparmodus dran, sodass das irgendwann in Sleep gegangen ist und das Bluetooth ausgemacht hat. Also hat das Auto gedacht, ich bin weg und hat sich zugeschlossen. Also ein Handy und ein Geldbeutel lagen im Auto. Ich bin nur am Supercharger gewesen, habe reingesteckt. Oh mein Gott. Und dann geht das wieder zu. Zum Glück war der Supercharger direkt an einem Service Center von Tesla. Okay. Und die können das über Internet dann aufschließen. Okay, ansonsten hättest du irgendjemand anders um sein Handy bitten müssen, beim Service Center anrufen? Nee, einfach nur mein Kennwort und also meine E-Mail-Adresse und mein Kennwort dann. Ach so, eine Tesla-App runterladen irgendwo? Oder hat ein Tesla-Fahrer, sag mal, gib mal deine Tab, da kann man sich ja anmelden als jemand anderes. Okay, also man ist nicht verloren, man hier kommt wieder rein. Hier würde es allerdings jetzt nicht gehen, weil der Wagen im Moment nicht im Internet ist. Weil er eben aus Amerika importiert ist. Darum muss ich irgendwie immer sehen, dass ich die nicht im Auto lasse und das Ding sich automatisch. Hast du davon nur einen oder wie viel bekommen? Ja, eine habe ich an einem sicheren Ort. Ja. Okay, sonst ist das Auto für immer verriegelt. Okay, aber eigentlich wäre es so, dass du die Tesla-App mit dem Auto koppelst und das Bluetooth am Smartphone immer anlässt. Genau. Und dort ist Bluetooth scheinbar auch immer aktiviert. Und dann würde was passieren? Du gehst dann einfach hin mit deinem Smartphone in der Tasche. Und dann merkt es, dass das Handy kommt in die Nähe und macht auf. Also vergleichbar wie mit dem Model S-Schlüssel. So ähnlich, genau. Du musst immer dein Handy dabei haben. Also aber du musst nicht mehr das Handy irgendwie rausholen, irgendwas aktivieren. Nee, obwohl es Unterschiede gibt zwischen Android und Apple. Also Apple hat wohl eine andere Bluetooth-Geschichte, die auch im Standby wunderbar funktioniert. Mhm.
Je nachdem, wie du dein Android-Handy eingestellt hast, wenn eine App im Hintergrund läuft, dann sendet die nicht unbedingt das Signal über Bluetooth. Also es gibt noch so einige Anpassungsschwierigkeiten. Und also ich habe jetzt Bluetooth ehrlich gesagt nicht an, wenn ich es nicht brauche, weil es einfach Akku zieht unnötig. Genau. Also, Hatte ich eben vorher auch nicht. Weil ich das so genial finde. Das ist eben gewöhnungsbedürftig. Also ich persönlich, wenn ich wählen dürfte, hätte lieber wieder so einen Filmschlüssel, wie du da hast. Aber nun ist es eben so. Darf ich mal die Karte sehen? Ja. Also es ist sehr dünn, Kreditkartenformat, aber wirklich erstaunlich dünn. Deutlich dünner und instabiler als eine Kreditkarte, würde ich sagen. Könnte sich auch mal zerbrechen, wenn man nicht aufpasst. Ja, angeblich kostet die $200. Also wenn ich sie verliere, ja, weil die ist eben programmiert auf das Auto. Ich hätte ja Angst, dass ich sie kaputt mache. Ja, ich habe Angst, dass ich sie verliere, weil die ist so klein und irgendwann rutscht die da zwischen die Sitze und dann ist es schwer, die zu finden. Ja. Okay, also besten Dank für die Erklärung. Fand es sehr interessant. Interessant, dass sich nicht nur Autos verändern, sondern sogar die Schlüssel. Ja. Eure Meinung, was haltet ihr davon? Der Fahrer sagt, er sieht es kritisch. Meine erste Meinung ist, ja, ist irgendwie neu, modern, Schnickschnack, aber der Model S-Schlüssel... Man gewöhnt sich an alles. Vielleicht haben sie ja noch ein Update irgendwann, das noch besser geht. Ja, und was es eben auch nicht gibt beim Model S-Schlüssel, du hast vorhin angedeutet, wo ist meiner? Der hat eben... Ja, wo ist er denn? Da ist er. Der hat eben Druckpunkte. Wenn ich jetzt hier vorne drauf drücke, dann geht der Frunk auf. Oder wenn ich hier zweimal drauf drücke, würde er auch aus der Entfernung aufgehen. Wenn ich jetzt einmal drauf drücke, geht es wieder zu. All solche Sachen kann ich mit einer Karte natürlich nicht machen. Da müssen wir jetzt die App rausholen, bis wir einen Schritt mehr hast. Ja, gut, nächste Generation. Ja. Naja. Wir werden alt. Vielleicht eine Verschlimmbesserung, wer weiß. Ist auf jeden Fall anders. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ciao, danke. Jo.